Hallo ihr Süßen, ich habe ein paar kleine Szenen gefilmt in der ersten Woche mit unserem kleinen Hundebaby. Das ist Hermine. Sie ist ein Mischling mit Mops und französischer Bulldogge und einem Boxer und ein Pinscher soll da drin sein. Ich habe es immer noch nicht so ganz genau verstanden, es ist einfach viel zu viel, was da drin ist in der kleinen Maus. Ich finde sie aber vor allem einem Boxer und einer französischen Bulldogge ziemlich ähnlich. Und ich habe einfach ein paar süße Sachen gefilmt und das aneinander geschnitten, damit ich es mir auch selbst immer wieder angucken kann. Und ich hoffe, ihr guckt euch das auch gerne an. Wir fahren jetzt Auto und die kleine Maus ist ganz brav, guckt ein bisschen oder schläft. Das macht ja alles gar nichts aus. Hermine muss da unten bleiben, weil der Wacker hat Angst. Wacker, hast du auch Angst vor der Kamera? Anscheinend. Ja, da hat er ja gespielt und dann habe ich mich schon gewundert, warum lasst ihr ihn denn ziehen, weil er Torschützenkönig ist und dann fühle verhältnismäßig kleine Summe. Ich meine, da werden ja normalerweise. Er ist ein rotes Licht. Mein Gott, ein rotes Licht. Oh! Der erste Regenspaziergang. Tipps. Baby machen? Nein, Papa. Oder doch? Wir sitzen an der U-Bahn-Haltestelle und es regnet immer noch, aber Hermine ist in ihrem Tragetäschchen, weil sie fand den Regen so doof, dass sie freiwillig da reingehüpft ist, als ich das auf den Boden gestellt habe. Das war sehr süß. Aber jetzt ist sie ein bisschen verwirrt und findet den Regen einfach nur doof. Ne, Baby? Das müssen wir noch üben mit dem Regen. Aber jetzt fahren wir das erste Mal Bahn. Mal gucken, ob sie das so gut findet wie Autofahren. Aber ich habe das Gefühl, sie hat in der Tasche so ein bisschen Sicherheit und glaubt, das ist auch ein Körbchen. Das ist also sehr, sehr gut. Da liegt auch ihr Stoff hier drin und ich habe ihr Leckerchen gegeben. Wird Bahn fahren, wird schon klappen. Also, dieses verrückte kleine Baby findet Regen zum Kotzen. Dafür findet es jetzt die Tragetasche richtig gut, weil da wird ja nun der Kopf nass. Das kriegt man hin, ne Baby? Verrücktes Hundi. Ich verwöhne es ein bisschen, aber ich bin froh, dass sie jetzt in dieser Tasche schläft, weil wenn wir irgendwie mal länger unterwegs sind oder so, dann ist es ja wichtig, dass sie auch mal irgendwo Ruhe hat und schlafen kann und sie lag gerade bei Starbucks die ganze Zeit in dieser Tasche und hat einfach geschlafen, statt sich mal anzugucken, wo wir sind oder so. Nein, sie hat geschlafen. Kleines Schlafebaby. Schlafebaby, was keinen Regen mag. Der Papa war weg. Oh mein Gott, der war weg. Ich dachte, er kommt nie wieder. Wir liegen jetzt auf dem Sofa und gucken Harry Potter. Was auch sonst. Hermine Baby schläft ganz doll, nachdem wir gerade dreimal in den Regen raus mussten, bis sie endlich draußen gemacht hat. Sie saß die ganze Zeit nur da und hat mich angeguckt so, warum sind wir hier? Es ist nass, ich will wieder rein. Naja, beim dritten Mal hat es funktioniert und dann haben wir endlich ein Häufchen gemacht. Wir, oh mein Gott. Und dann konnten wir jetzt wieder rein und endlich schlafen. Schlafe, Baby. Und ich gucke Harry Potter. Mein Lieblingsteil, den dritten Teil. Juhu! Hallo, Baby. Bist du in einem Handtuch eingewickelt? In einem Handtuch? Weil es immer noch so nass ist draußen. Autofahren. Also schläfst du gleich eh wieder. Was ist mit deinem Ohr los, ha? Es hängt hier so ab. Hängt ab das Ohr. Pum. Hermine ist wach. Bist du wach? Wieder zu Hause?
Hermine, nein. Das ist viel zu hoch. Kommst du hier? Nimm sie runter. Ja. Ja, Baby ist glücklich, dass wir wieder zu Hause sind. Das war so aufregend heute alles. Irgendwer hat's kaputt gemacht. Es schläft nur. Dabei wollen wir doch jetzt rausgehen. Nein. Wollen Sie rausgehen? Ich glaube, es ist ein Nein. Wir üben Platz machen. Und natürlich Sitz machen. Funktioniert schon fast. Nein, nein, hast du dich hingelegt, ne? Liegst du? Ich glaube, du liegst. Super, Baby. Ja, da ist das Leckerchen drin. Das Leckerchen. Läufst du damit weg? Was ist los, Pixie? Ja, du findest die gut, ne? Yay! Was? Man kann die nicht essen. Kann man nicht essen. Was ist mit ihrem Ohr los? Es hängt. Es hängt. Geht das wieder hoch? Ist leer. Leckerchen ist leer. Ja, fein. Du musst doch hinterher rennen. Ja, fein. Ja. Du bist das erste Mal bei Naniwa und wir müssen draußen sitzen für dich. Ich will Nudelsuppe, ja, mit Wandtan und Ei. Suppe, ja. Suppe, Suppe. Ich will Nudelsuppe, ja, ja, ja. Und ich weiß nicht. Ja, Hand. Hand ist auch die sehr Mutti lecker. Hat, ich will auch die Gyosen haben, ja, gibt's Gyosen? Ja, lecker, so lecker wie deine Hand, ja. Wir haben den tollsten Hund auf der Welt. Wir sitzen bei Nanua draußen, weil Hund darf ja nicht rein. Wir sind besten. Christoph hat direkt durch. Und der Hund liegt auf dem Boden und chillt. Der mag die Kamera. Der denkt, was ist das, was die Mama mir immer vor die Nase hält? Das muss interessant sein. Wir essen jetzt. Meine Süßen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, es waren nur ein paar Szenen einfach von der Maus aneinander geschnitten. Wenn ihr Tipps für mich habt, für die Hundeerziehung, ich bin immer offen. Wir wollen die kleine Maus gewaltfrei erziehen und natürlich gewaltfrei und aber auch ohne sehr viel Geschimpfe. Wir versuchen mit positiver Verstärkung alles hinzubekommen und es klappt bis jetzt echt super gut. Wenn ihr Tipps für mich habt, immer her damit. Danke fürs Video angucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!